So, es ist mal wieder Zeit für ein bisschen Progress. Nachdem wir bei Schabernack auf der Map waren und dann das Ganze nur bei Schabernack im Stream weitergespielt wurde, gibt es jetzt mal wieder ein bisschen Progress hier auch bei mir auf dem Kanal. Wir wollen uns heute einen Quarz widmen, also geht's los in 3, 2, 1, ab geht's! Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Mit einer kleinen Neuerung und die ist hier unten in der Ecke, da wo ich bin. Ein Greenscreen, geil, oder? Hat doch irgendwie was. Das heißt, ihr seht meine hässliche Fresse jetzt noch viel größer und ja, es tut mir fast ein bisschen leid. Und wie gesagt, wollen wir uns heute ein bisschen dem Quarz widmen. Dann überlege ich gerade, welchen wir heute haben und ich glaube, nee, heute ist der 17. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo dieser beschissene Weihnachtskalender war. Ich wollte ihn eigentlich noch zu Ende machen. Aber Pustekuchen ist schon wieder weg. Ist mir eigentlich auch egal. Wir haben unsere Batterien bekommen und damit bin ich glücklich. So, dann haben wir hier die Meilensteine. Ich habe jetzt mal den hier ausgesucht, dass wir den endlich mal fertig kriegen. Dass wir Treibstoff abfüllen können. Das wird für unsere Treibstoffproduktion recht wichtig werden. Ne, da wir nun mittlerweile nach dem Stream mit dem guten Schabernack endlich unsere Treibstoffgeneratoren haben und endlich wieder Fliesenstrom im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir aber trotzdem immer noch einen Treibstoffüberfluss aktuell. Den würde ich ganz gerne in abgefüllten Treibstoff umwandeln und das Ganze dann einfach ja, easy peasy im Zweifelsfall verschreddern bzw. auch einlagern. Das heißt, wir behalten den Meilenstein als aktiven. Werden wir bei Zeiten mal fertig machen. Habe ich gerade irgendwas da, was ich dafür brauche? Ne, nur den Kram und das brauchen wir jetzt nicht. So, und dann brauchen wir noch eine Mam, die haben wir hier hinten stehen. Gleich mehrere. Und da haben wir Quarz und da brauchen wir jetzt erstmal diese komischen Oszillatoren. Und dafür brauchen wir ein bisschen jo, Quarzkristall. Schnell gemacht. Wir wissen ja schon, wo wir unsere Quarzproduktion hinballern wollen. Jetzt sehe ich gerade, ich kann hier nicht einfach runterspringen. Scheiße, ich mach's trotzdem. Boah, überlebt. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Mein Respirator habe ich hier gerade abgelegt. Und den ganzen anderen Kram auch, wie ich sehe. Das ist ja interessant. Was gehört denn eigentlich noch in meiner Hand? Stab, Kettensäge, Farbpistole. Irgendwas fehlt. Kann nicht so wichtig sein. Zack, ab einen weiter runter und dann wollen wir nach hier hinten und unsere Basis zur Abwechslung mal hier ein bisschen ausbauen, weil ja sowieso unser Quarz hier hinten auch ankommt. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich in der Senke machen will, wo ich jetzt angefangen habe zu bauen, weil hier haben wir zum einen angefangen. Oh, hier fehlt Decke. Das ist schlecht. Und uns fehlt jetzt schon Beton. Das ist noch viel schlechter. Anscheinend muss ich noch ein paar Mal loslaufen und Beton holen. Na gut, machen wir jetzt mal Decke drauf, wenn wir schon mal da sind. Was man sie nicht merkt. Was ist das? Oh, ein bisschen Beton. Schön. Manchmal fällt es mir in die Hände, ne? Auf jeden Fall hier hinten sollte das Ganze ja erstmal hin. Denn da haben wir vor allem eins. Platz. Jede Menge Platz. Und den wollen wir eigentlich auch ausnutzen. Warum sollten wir den verschwenden, wenn da eine Schlucht eh noch nicht groß was rumsteht und zum anderen hinzukommt, dass die Anlage glaube ich auch gar nicht so groß wird bis jetzt. Ne, ich werde einfach mal schauen, was daraus wird, aber bisher ist es ja wirklich, also dieses Oszillator-Ding muss hier irgendwann hin, klar. Aber erstmal wird hier glaube ich nur Quarzkristall gemacht und nichts anderes. Ne, ansonsten würde ich es ja gerne so beibehalten. Hauen wir gleich mal dicht hier die Höhle. Ups, das war schon mal dumm. Weil ich sehe mich hier schon runterfallen. Ich kenne mich. Oh, vor allem sehe ich mich hier die ganze Zeit irgendwelchen Müll bauen. Was ist denn heute los? Sag mal. Dann machen wir hier noch zwei, drei rein und dann müssen wir uns hier hinstellen können und einfach rüberziehen. Jo, so wollte ich das haben. So, wir müssen nur noch mal überlegen, dass wir irgendwann von... Hier, ach ne, brauchen wir gar nicht. Das ist ja eine easy Zufahrt. Das ist ja schön. Zack, zack. Dann hängt das hier nämlich alles drin. Den Baum lassen wir mal da.
Der kann von mir aus hier rumpimmeln, wie er lustig ist. Da kann noch einer hin, da kann keiner mehr hin. Und dann haben wir hier oben auch zu. Sehr schön. Und hier eine richtig klare Kante, die wir irgendwann mal mit einer schönen Rampe versehen werden. So, nun kommt da schon unser Quarz an und das brauchen wir eigentlich nur im Konstruktor hier reinhämmern. Wie die großen, ich weiß gar nicht, wie viel da kommt. Hätte man vielleicht mal gucken können, ne? Aber gut. Was war denn das für eine Nummer? Geht schon wieder gut los heute. Ich weiß wirklich nicht, wie viel da ankommt. Aber eigentlich können wir aus Quarz auch eh nur eine Sache machen. Und das ist der Kram. Also lassen wir das da erstmal fleißig reinrödeln. Und jagen das hier durch. Ne? Und wie viel das letztendlich wird, ich habe keinen Plan. Wir finden es heraus. Macht das Handy. Das ist natürlich ganz schlecht, wenn man aufnimmt und das Handy jetzt als Kamera benutzt. So, bitte gerade. Sehr schön. Also maximal 270 werden es in jedem Fall. Also von daher, ne, weil wir da noch mit Mark 3 Bändern zugeführt haben. Von daher so ultra viel wird es halt nicht sein. Und dann haben wir hier vorerst die Dinger. Zack, setzen wir einmal hier rüber. Flocken das einmal hier zwischen. Das hier steht so wahrscheinlich eh nicht ewig. Es geht ja vor allem darum, dass wir den Scheiß hier erstmal herstellen und damit der Forschung weitermachen können. Ihr könnt dann schon mal reinhauen. Und die hauen jeweils raus. 22,5 Teile pro Minute. Ja, das ist super. Und damit das, was wir brauchen, nämlich ratzfatz zusammen, können wir uns gerade hier einen Hub leisten. Meine Mam, ja. Die stellen wir uns hier einmal hin. Und während das da fleißig schon mal vor sich hin produziert, können wir hier schon mal die Fusionatoren hinballern. Eigentlich reicht einer auch. Der das Ganze dann wieder zusammenfühlt. Oder auch nicht. Oh, doch, der war doch richtig. Sitzt doch gerade, schön. Schön, schön. Nur was mal so mit rein. Hm, Moment, irgendwie, das hatte ich mir beim Kai hier abgeguckt. Die Idee fand ich ganz nett, dass man die einfach hier so plock draufsetzen kann. Dann holt man sich einfach von da den Strom und dann haben wir auch alle Strömung. Ist doch herrlich, oder? Ist abgeguckt, aber ich bin ja nicht kleinlich. So, das läuft alles schön. Dann müssen wir jetzt einmal kicken, was wir jetzt machen. Was haben wir denn noch so vor uns? Okay, die kosten dann wahrscheinlich nachher auch schwere Eisenplatten, würde ich mal einfach vermuten. Was haben wir über Schwefel hier noch? Das können wir eigentlich auch schon machen, das Gewehr. Und die Gewehrpatronen. Wisst ihr was, das machen wir jetzt einfach mal. Wir holen mal fix ein paar schwere modulare Rahmen. Die müssten ja eigentlich rumliegen. Das. Da soll es. Genau. Und dann können wir das eigentlich auch schon mal in Angriff nehmen. Gleichzeitig können wir gleich noch mal ein paar Platz haben im Inventar. Nicht sonderlich viel. Na super. Gucken wir mal Licht an. Ne, dann hauen wir gleich mal einen Haufen Kram hier auf den Markt. Damit wir mit dem Scheiß mal zusammen zu Potte kommen langsam. Derweil schreddern hier vor ein bisschen was. Davon brauchen wir jetzt gerade nicht so viele. Beziehungsweise nein, wir schreddern es natürlich nicht. Ich lege es ganz brav, wird das hier wieder einsortiert, so wie es sein soll. Nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt die schweren modularen Rahmen. Wo sind sie gelandet? Da sind sie. Wir nehmen mal gleich 100 mit. Und wir brauchen eine Menge Draht, das wir dann da nach hinten führen müssen. Gut. Dann müssen wir da nämlich auch nochmal hoch. Das sind jetzt 1000, 2000, 3000 und ein bisschen. Okay. Ich habe hier immer noch die Fixmiss-Baumzweige irgendwie drin. Kann ich die noch bauen? Tatsache. Also wenn ich die noch bauen kann, warum ist denn der Weihnachtskalender weg? Ja, man könnte jetzt sagen, Weihnachten ist vorbei, aber das weiß ich selber, ihr Klugscheißer.
Da bin ich alleine drauf gekommen. Ich beleidige jetzt schon meine Zuschauer. So weit ist gekommen. Ey, dass ihr das überhaupt noch guckt, ist ein Wunder. Aber gut, anderes Thema. Dauert 3 Minuten, ist nicht wirklich schlimm. Die haben wir relativ schnell überbrückt. Ne, bis wir hier alles eingesammelt haben, ist eh noch eine Weile hin. So, hier haben wir schon 70, 63 und nochmal 69. Nanu. So, noch 200 dabei. Erstmal haben. Und dann. Ach ja, wir müssen ja gar nicht da hoch. Scheiße. Na egal, dann machen wir jetzt erstmal locker flockig. Kann ich das mal hier irgendwie wegnehmen? Das irritiert mich ja fast gar nicht, ne? So, perfekt. Meine Güte, immer der gleiche Scheiß. Und dann bringen wir erstmal den ganzen Kram, den wir für das nächste Upgrade brauchen, auch gleich hoch. Wieder kein Licht an. Super, Magus. Und da haben wir schon die Motoren. Kriegen wir die auch schon mit? Ne, die kriegen wir noch nicht mit. Können wir ja noch wegschmeißen. Die Kabel brauchen wir gerade nicht so viele. Und ich könnte eigentlich auch mal wieder ein paar Respirator bauen. Hier. Ach, scheiß drauf. Was soll ich denn mit dem ganzen Scheiß hier? Platinen brauchen wir nachher noch. Hier haben wir so einen angefangenen Betonschnubbel. Und ja, das kann geschreddert werden. Brauche ich nicht in meinem Inventar. So, also 100 Motoren. Die haben wir doch da. Mit Sicherheit sogar. Plastik, die haben wir. 200 Plastik. Haben wir die hier irgendwo noch rumfliegen? 50. Das ist definitiv zu wenig. So viel sei gesagt. Hier habe ich auch keine eingelagert. Ich muss mal hinten in meine Dings gucken. Obwohl, hier könnte noch ein bisschen was liegen. Oder sind das nur Schrauben? Kabel. Ohne Ende Kabel. Okay. Dann müssen wir bei Zeiten nochmal hinten ans Riff ran und da ein bisschen Plastik rausholen. Aber das ist jetzt nicht so wild. Wir rennen erstmal wieder nach oben auf unsere schöne kleine Landeplattform, die viel zu groß ist für den kleinen Pisstransporter, der da mal standet und landet und startet. Meine Güte, deutsche Sprache, schwere Sprache. Also so leicht. Ich mag das Ding hier ja immer wieder, ne? Es gefällt mir optisch einfach gut und es hebt sich gut aus der Basis raus. So, wir wollten aber nicht hier hin. Doch, wir wollten hier hin. Ich bin mal wieder irre verwirrt. So, dann können wir hier schon mal ordentlich was reinhämmern. Zack. Fehlt nur noch das Plastik. Ich das zufällig hier oben irgendwie rumliegen? Stelzen und Jetpacks. Oh. Nehmen wir ein Jetpack mit? Ich glaube, ich nehme mal ein Jetpack mit. Ach nee, ich kann es ja gar nicht anlegen, ne? Aber es ist eigentlich ganz cool. Aber ich bin halt so langsam dann. Ich kann halt gerne schnell von A nach B rennen, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, dann gucken wir, wie weit die Mam ist. Sehr schön, die ist fertig. Dann haben wir jetzt das hier wer. Ne, und dann hier haben wir alles schon freigeschaltet, bis auf dem bisschen Kram. Dafür habe ich jetzt nicht genug da, aber ich könnte ein Gewehr bauen. Super. So, aber jetzt können wir das hier vor allem machen. Dauert 3 Sekunden. Geht ratzfatz. Pling. Quarzoszillator. Davon brauchen wir jetzt direkt 5. Aus Kabeln, schweren Eisenplatten. Oh, wird doch ein bisschen größer. Das wird ja doch ein bisschen größer. Na, das machen wir doch glatt. Da wird ja richtig was aus der Fabrik. Da haben wir ja doch noch ein bisschen was zu tun, die Folge. Schön. Zack. Zack. Das ist ja herrlich. Allein die schweren Eisenplatten verschlingen schon ein bisschen Zeit. Da wollen wir doch mal sehen. Brauchen wir, wenn ich mich nicht irre, Schrauben und wir brauchen Eisenplatten. Jetzt das alternative Schraubenrezept eigentlich schon wieder? Ich glaube nicht, ne? Ne. Das heißt, wir müssen den beschissenen Umweg über die Eisenstangen gehen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber okay. Ich muss mal wieder Festplatten sammeln gehen, oder? Das sollte ich mal wieder in einem Livestream machen. Das ist ja eigentlich immer ganz witzig und wir haben ja bald wieder
ein 10er Schwung von den Folgen voll. Und dann nähern wir uns immer weiter. Dieser Weg hier runter nervt mich noch ein bisschen. Muss ich mal schauen, wie ich das hier mache. Okay. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt schon mal die hier und die Stellen her. Da brauchen wir dann einen Fabrikator. Sehe ich das richtig? Hier können wir die noch nicht dran bauen, oder was? Ne, brauchen wir echt einen Fabrikator. Das ist ja heavy. Oh, wir haben schon alternative Schrauben. Eisenplatten. Und die machen einfach nur mehr, glaube ich. Die hauen raus 15. Und die hauen raus 5. Oh, das ist aber... Das ist schön. Klebte Eisenplatten, das brauchen wir nicht. Wir haben eh kein Gummi da. Wir haben auch nichts zu verschenken. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, brauche ich ja Gummi. Plastik. Ich kotze. Wisst ihr was? Das machen wir mit easy peasy mit dem Schnitt. Und da sind wir dann auch schon wieder. Und ich habe jetzt alles da und wir können zumindest erstmal den Fabrikator hier hinknolzen und wissen dann gleich, wir wollen Quarzoszillatoren bauen. Und ja gut, 18 Quarzkristalle haben wir locker da. Kabel haben wir auch schnell hochgezogen und verstärkte Eisenplatten. 2,5 pro Minute, das ist ja nichts. Und da kommt einer pro Minute raus. Alter Vater, das ist ja gar nichts. Na gut, wir brauchen von den Teilen jetzt auch nicht unbedingt so viele. Von daher dürfte das nicht das Problem darstellen. Gut, Quarzkristall. Ich glaube, ich lasse die Einrichtung, das Ding hier tatsächlich separat stehen. Ne? Mach das einfach dicht und werde das hier rüber verlängern, wenn ich mehr davon brauche. Aber ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Ne? Machen wir hier eine Wand vor. Haben wir genug Platz und wir können noch locker ausbauen. Hier machen wir eine Tür rein und dann machen wir hier dicht. Damit kommen wir hier nach hinten. Ja, geht so. So weit müssen wir gar nicht. Doch, können wir, müssen wir. Moment mal, ich will hier mal noch drei daneben haben. Den kicken wir mal. Komm mal weg hier. Scheiße, noch eins. Mann, ey. Nimm mal die Motorsäge. Zack, das geht nämlich immer. Das ist der kleine Trick, den ich gelernt habe. Das ist mir so vorher gar nicht aufgefallen. Und dann gucken wir mal. Können wir hier... Also was Hässliches will ich hier natürlich nicht haben, ne? Ne, das reicht nicht. Wir nehmen einmal die hier. So. Und dann bauen wir das tatsächlich hier so rüber. So, dann nehmen wir die hier dazu. Wo haben wir sie? Die. Und machen hier einfach einmal dicht. Das kriegen wir jetzt natürlich nicht weg. Aber ist auch nicht so wild. Dann nehmen wir ganz normal die hier. Und knallen die hier rüber. Und der Rest ist Geschichte, würde ich sagen. Zack. Hm, so hätte ich es gern. Hallo? Geht doch. So. Dann sieht man den Scheiß nicht mehr und wir können hier einfach Wand rumziehen. Aber nicht auf... Das ist ja unschön. Einmal so. Einmal so und dann kommt hier noch einer neben. Zack. So. Das tut es auch und dann machen wir hier dicht. Zack. Und bei Zeiten können wir nochmal gucken, dass wir irgendwie eine Tür reinmachen, falls wir da hinten nochmal hin müssen. Was ich jedoch sehr bezweifle. Na, kriegen wir da... Ja. Fabrik wieder ein richtig schöner Kasten, ne? Das gefällt mir ja gar nicht. Wunderbar. Aber was soll's. Es ist halt erstmal nur provisorisch. Machen wir nachher nochmal ein bisschen schick. Das ist ja... Na,
Der guckt ja ganz ekelhaft raus. Aber zum Wegnehmen ist er zu schade. Zack. Knolzen wir davor, ist die Ecke nicht mehr zu sehen. So, bei Zeiten machen wir das ein bisschen hübscher. Jetzt aber erstmal lassen wir das hier rauslaufen und schicken das dann quasi in den Neben, in ein Nebengebäude. Brauchen wir nur das hier. Zumindest vorerst. Den Rest. Ja, wir können ja immer noch mal eine Line vorsetzen. Und dann kriegen wir das schon hin. Okay. Wie führe ich das hier ab? Eigentlich können wir das easy so hier wegfördern. So, dann 1, 2, 3, 4. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt auf 4,5. Ne, auf 5. 1, 2, 3, 4. Machen wir mal hier. Müssen wir halbwegs mittig sitzen. Dann hier noch ein. Und dann. Nee, das gefällt mir nicht. Da ist er einen weg von der Tür. Dann machen wir das hier auch. Das ist ja interessant. So, und den Spax werden auch hier hin. Und dann jagen wir das hier einfach rüber. Und was wir gleich brauchen, holen wir uns dann nämlich einfach mit einem Splitter, den wir hier rüber jagen. So, jetzt brauchen wir, ich hätte den Fabrikator stehen lassen sollen, immer der gleiche Schnack. Wir brauchen Eisenplatten, wir brauchen Kabel. Kabel brauchen wir 14 pro Minute. Das ist auch nicht die Welt. Oh, wieder einmal Reverse Engineering hier. Ich weiß, ist der Begriff falsch benutzt, aber ist mir relativ gleich. Kabel. Brauchen wir ein bisschen Draht für. Der haut raus 30. Und wir brauchen davon gerade mal die Hälfte. Machen wir gleich zwei? Ich glaube, ich baue da gleich zwei von. Dann haben wir zumindest den einen Konstruktor hier mal ausgelastet. Also das wäre ja sonst. Ja, wir machen gleich zwei. So, und Kupfer haben wir theoretisch nicht ausgelastet. Da oben liegen, wenn ich mich nicht irre. Wir schauen da mal einmal hoch. Dann können wir das direkt von hinten reinführen. Oder auch nicht. Ich hätte ein Jetpack mitnehmen sollen. Dem, dem. So schnell kann es gehen. Wieder mal verkackt, Herr Müller. Boah, komm, was muss ich denn hier jetzt für einen Umweg rennen? Das ist ja nicht zum Aushalten. So, dann sollte hier der Konstruktor stehen. Falls mir noch irgendwer ans Leder will, kriegt er auch gleich ein paar verpasst. Ja, da ist noch. Hier scheint mir eine Menge Luft zu sein. Der ist sogar noch nicht mal übertaktet. Ja. Okay. Kupfer haben wir also auch da. Und müssen das dann irgendwie hier reinführen. Ja, ziehen wir hier doch eine glatte Linie lang. Gucken wir einmal. So, so. Stört mich, dass das da die Blätter durchgucken? Ja, das stört mich. Und wir wollen ein bisschen Bewegung drin haben, ne? Ist ja auch immer ganz schön. Das heißt, wir setzen den hier lang. Das stört mich wirklich ein bisschen. Okay, machen wir nach hier. Dann setzen wir da einmal ein Fundament dran. Und dann können wir auch schon hier eine Wand dran bauen. Und vor allem den hier. Das heißt, du kriegst hier einfach einen Splitter spendiert. Was ist das? Das ist ein Fusionator, natürlich. Gut. Förderband Splitter. Boah, Button Hackmeck. Na gut, hier hinten habe ich ihn noch nicht. Ist eigentlich auch scheißegal erstmal. Nur hier würde ich es dann ganz gerne schon ordentlich haben.
Machen wir so. Oh, das ist ja halbwegs sauber. Was ist hier los? Ah, falsch rum, natürlich. Ich hasse es. Nochmal es in. So. Zack. Und dann haben wir da sogar rein. Sehr schön. So, jetzt haben wir die Höhe gerade. Jetzt passt es wahrscheinlich wieder nicht. Nee. Natürlich nicht. Mann ey. Kannst nicht mal schön sauber, easy, gleich auf Anhieb laufen. So. Das geht halbwegs gerade rüber. Das läuft soweit. So, dann haben wir hier schon mal Kopfhörer drin. Oh, das ist eigentlich, das ist aber ganz geil mit der Nische hier. Doch, das gefällt mir dann doch. Schön, ich konnte den Baum erhalten, den ich haben wollte. Müller, du alter Ego. So. Wir ziehen deine noch mal wieder weiter, aber das... Na, wie ich das handhabe, werde ich mal noch gucken. Ja, weil eigentlich wollte ich die Wände hier immer schön mitnutzen. Oh, hier muss ich eh noch ein bisschen was hochziehen. Das mitten in der Fabrik haben ist ja auch scheiße. Gut, aber dann haben wir erstmal Kupfer. Wir brauchen jetzt den Konstruktor. Setzen wir mal. Bauen wir da oben drauf dann die Dings. Ist eigentlich eine coole Idee, oder? Da drauf die beiden Konstruktoren und lassen das dann von der Seite auch noch zuliefern. Irgendwo werden wir da oben garantiert auch noch Eisen finden. So. Bis wohin gehen wir hier raus? Ja, doch, so passt. Passt. Behalten wir zwei Stück da drin. So, du sollst uns am Ende Kabel herstellen. Du brauchst also 60 Draht die Minute. Und Draht stellen wir her aus. Wir gucken mal gerade, wie viel brauchen wir da. Wenn du Draht herstellen sollst, machst du 30. Das heißt, wir brauchen vorgeschalten zwei Konstruktoren. Okay. Konstruktor. Du kotzt das einfach nach hier. So. Bauen wir hier zwei Konstruktoren nochmal vor. Zack. Ihr macht jeweils Draht. Du machst Kabel. Und ihr braucht 15. Wie viel stellt denn eine Schmelze her? Da ist der Schmelzofen. Den ballern wir einfach so mittig hin. Denn da kommt dann auch der... Na, sollte aber auch mittig sein dann. Ich baue so selten Schmelzen, ne? Ist unglaublich. Wir machen mal so. So, Kupferbahn. Du machst 30. Ihr braucht 15. Perfekt. Bauen wir da nochmal einen Splitter. Zack, der das Ganze von hier kriegt. Ja. Ein daran. Und den ganzen Kram fusionieren wir. Was ist denn das hier? Scheiße. Hier ein Fusionator hintergeschalten. Der das Ganze so kriegt. Und dann können wir hier doch schon rangehen. Hat sich das auch erledigt. Dann geht die Fabrik bis hier. Wir haben noch mal ein bisschen Luft, falls wir da noch mal mehr brauchen. Das Tor machen wir hier genau passig gegenüber. Nur, dass es hier früher endet. So, das ist doch schon mal ganz schicki. So, wie ist denn das, wenn ich jetzt hier einen Splitter ransetzen will? Geht das so sauber, wie ich das mir vorstelle? Ja, sehr schön. Dann machen wir einfach so. Ja, und dann kommen da die Dings hin. Und hier muss dann erstmal ein Dach rauf. Damit wir hier mit der nächsten Etage arbeiten können. Da brauchen wir vor allem Eisen. Na, kommen wir hier höher? Ich glaube, 3 reicht sogar, ne? Wir müssen ja hier nicht mehr verschwenden, als sein muss. Dann machen wir dann so.
markieren. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Kriegen wir das andere weiter runtergezogen. Obwohl müssen wir gar nicht. Wir bauen einfach... Machen wir hier einen Schacht hin? Ich meine, wir brauchen ja eh noch Metall, ne? Wir können da eigentlich noch einen zweiten Zugang machen. Wo haben wir denn Metall, das nächste? Eisenerz. Stimmt, da hinten war gleich was. Da ist natürlich auch was, logisch. Wir gucken mal, wie die da ausgelastet werden. Da müsste doch eigentlich noch ordentlich Puffer sein. Wupp, Autosave. Scheiß, noch eins. Na komm. Zack. Wir schauen hier mal einmal hoch. Ja, ich höre die doch schon ausgehen. Ich meine, hier ist auch noch nichts übertaktet. Oh, das steht ja. Das steht ja. Hier kommen nur 60 raus. Okay. Wir sind hier 120. Das ändern wir einfach gleich mal. Zack. Dann haben wir das schon mal auf 300 hoch, die hier weggefuddelt werden. Machen noch, dass die Bänder das auch hinkriegen. Zack. Und zwar bis hier hinten. Und hier holen wir das dann uns einfach nachher weg. Zack, zack, zack. Hier nochmal upgraden. So. Ich weiß zwar nicht, wie viel wir nachher für die Schrauben brauchen, aber so viel kann es nicht sein. Die Zufuhr ist eigentlich auch hier unerträglich, ne? Sieht ja aus wie hingeschissen. Da kommt auch kein Fahrzeug, kein nix durch. Das müssten wir eigentlich bei Gelegenheit gleich mal schick machen. Hm, was sagt die Zeit? Zeit sagt, wir haben noch ein bisschen was. Hm. Bauen wir uns hier ein schönes Türmchen hin. So eins da. Hm. Wir bauen hier einen Turm hin. Was soll der Geiz? Und zwar gleich 3 Stück breit. Und dann bis hier. Ja. Kann man da schon rüber? Ne, da ist der Strom im Weg. Ne, das ist ja erstmal beschissen. Das kotzt mich ja jetzt schon an. Okay. Bist du vor allem erstmal das Problem. Du bist also hier hin und dann erstmal dahin und vor allem dahin, dann müsstest du weg können. Zack. Müsste alles weiterlaufen. Ja, für Übergang reicht das. Und dann machen wir hier oben zwei Luken. Das gleiche machen wir nachher hier hinten. Ah, das Band ist echt zu massiv im Weg. Meine Güte. Ach, das ist das, was von da kommt. Wir gehen hier noch ein höher. Sogar 2. Zack, setzen das da hin. Das ist doch ein Anfang. So, dann setzen wir die hier mal rüber. Die wir hier jetzt auch haben. Und dann fangen wir da tatsächlich schon mit den richtigen Platten an. Machen das 3 Stück breit, so wie das andere auch. Oh Gott. So tief? Ne, so tief will ich das eigentlich gar nicht. Das ist mir denn doch zu viel. Es ist dann nur 2. 2 ist okay. So, 1, 2, 3 und dann hier 2. Mal schauen, wie weit wir da runtergehen können.
Dann bauen wir da oben einmal so hin. Ja, wir verbinden das drüben erstmal, ne? Moment, wir bauen uns da einmal hoch. Zack. Und dann kommt hier erstmal der ran, der dann auch erstmal prompt verbunden wird. Einmal nach da. Und einmal nach hier. Dann sind wir schon mal auf der Ecke. Da kommt schön Glas wieder. Ne, da haben wir anderes benutzt. Wir bleiben mal ein bisschen einheitlich. Ist das? Ja. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Dann. Oh, hier kommt das gleich von beiden. Nee, das ist doch scheiße. Gut, dann bereiten wir das auch gleich vor. Das doch Mist. So, dann ziehen wir hier einmal so rum. Und dann mit den schicken Scheibchen. Zack, zack. Ja, so weit runter kommen wir da gar nicht. Kommen wir nur bis hier. Da muss dann spätestens eine Platte drauf. Und dann muss das so und dann muss das so. So, da kommt also das Kupfer dann nachher rein. Das ist auch ein Gefrickel, wenn man hier möglichst wenig Produktionsausfall haben will, ne? Ich weiß nicht, warum ich mir das gerade so kompliziert mache, aber okay. Gut, dann nehmen wir uns gleich die großen hier. Zack, und bauen das hier mal ein bisschen aus. So. Das senden wir nachher gleich alles weg. Du kommst einmal beiseite. Ist hier nämlich eh gleich nicht mehr von Relevanz. So. Dann machen wir das mit denen hier so. Führen das hier ganz easy peasy rüber. Ich glaube, ich würde noch einen weitergehen, ne? Ja, ein mindestens. Wenn ich hier jetzt verlängere, wird das schon eng. So machen wir es. Ja, so ist eine schöne Tiefe. Das heißt, wir kommen dann nachher von hier und sind dann entsprechend, ich meine, so und so. Na, ist doch wie Arsch auf einmal. Gehen dann daran. Und von hier holen wir uns das Ganze mit dem Lift. Ach komm, das ist doch jedes Mal zum Brechen, ey. Na, diesen krummen Scheiß kannst du ja mal vergessen hier. Das meine ich mit. Das mache ich nicht mit der des Spiels. So. Zack. So muss das sitzen. Sehr schön. Dann kann das theoretisch schon mal bis hier. Dann muss ich es noch rüber. Zack. Okay, dann geht das Beton und Dings gleichzeitig aus. Das ist ja auch nicht schlecht. So, und da kannst du dann von mir aus auch so weiterlaufen. Nee, hier. Hey. Hier ist eine Rampe hoch. Das heißt, hier muss das auch erstmal noch so weiterlaufen. Das ist ja very interesting. Das war schon mal die falsche Höhe. Dum -dum. So. Muss das so hier rüber. Und dann brauchen wir nochmal so eine Wand. Das Ganze so rum, bis nach hier und bis nach da. Und jetzt können wir das eigentlich umklemmen. Müssen nur gucken, dass das Richtige überall ankommt.
Halt, nicht wegfahren. Dankeschön. Wie kann das denn angehen? Wie kann das denn hier so schief sein? Steht das hier schief? Ah, das steht nicht mittig drauf. Ja, gut, das ist dann erstmal so. Das ist dann erstmal so. Zack, hier einmal rüber. Jetzt könnte man überlegen, ob man hier nicht einfach nur der Einfachheit halber einen Lift hinsetzt. Und darüber baut es das gerade. Nee, nicht ganz. Schade. Naja, gut, da kann er einmal kurz nachhämmern. So, was wieder aufgefüllt. Boah, das kriege ich im Leben nicht sauber hin. Im Leben. Naja, gut. Nach einem Versuch. Ist ja fast im Leben nicht, ne? So, und dann kriegt der hier nämlich nochmal zwei Stelzen drunter gestellt. Damit das nicht aussieht, als würde er hier in der Luft rumhängen. Zack. Und dann sieht das auch schon vernünftig aus. So, und dann haben wir das. Dann brauchen wir noch Kupfer. Mit Kupfer jetzt das Problem, dass mir tatsächlich das Material erstmal ausgeht. Wir sind von da bis da. Aber wir können erstmal eigentlich mit Dings hier bauen. Mit dem Scheiß. Ja, das ist ja. Mit dem meine ich Mark 3. Hat bis eben gereicht, wird auch noch weiterhin reichen. Meint ihr nicht auch? Ich meine schon. So, dann sind wir hier. Da haben wir es. Genau, dann können wir hier gleich. Hey. Ziehen wir hier einmal den zweiten ran. Ja, ich habe jetzt alles mit Mark 4 eigentlich, aber der Einfachheit halber, wenn die Tastenkürzel nicht mehr funktionieren, dann ist die Pest. So, da sind wir soweit. Das haben wir einmal in Skat hier. Zack. Und der ganze Scheiß kann einmal weg. Was man mal so eben nebenbei macht, obwohl man was ganz anderes geplant hatte. Ey, super. Mark 3 und dann läuft hier auch Kupfer wieder, oder? Jo. Feini. So, jetzt muss das nur noch irgendwie schick werden. Irgendwie muss das noch schick werden. So, das heißt, du kannst auch endlich weg. Dann ist das hier sauber. Und hier führt ja am Ende sowieso kein Weg mehr lang. Das kommt, wenn dann ein höher. Nämlich dahin, damit man da drunter durchkommt. Das heißt, wir hauen uns da schon mal ein Tor rein. Zack. Und wie machen wir das? Können wir das so machen? Sieht das aus? Kommt mir hier wahrscheinlich nicht mehr richtig lang, ne? Obwohl. Doch, wir machen hier einmal so, einmal so. Dann kann man sich den Weg quasi aussuchen. Dann machen wir noch so und so. Ist das die gleiche Höhe? So wäre die gleiche Höhe, ne? Das heißt, der hier kommt auch mal weg und hier kommt auch der hin. Hier machen wir dann so. Und wie regle ich das? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ne, das macht ja keinen Sinn. Das macht ja keinen Sinn. Wo ich das gern irgendwie hätte. Nochmal so. Ne, wir machen mal
So und so. Und so und... Nee, das ist Blödsinn. Das ist ja absoluter Blödsinn. Das macht keinen Sinn. Aber hier haben wir eh noch mit den hohen Kanten gearbeitet. Dann können wir das auch weitermachen. So. Und dann passt das. Oh. Der kommt dahin und dann ist gut. So. Und dann bauen wir hier die wieder rüber. Kann ich nicht, weil hier jetzt der Scheiß sitzt. Meine Güte. Was verbindest du hier überhaupt? Ach, du bist für die beiden immer noch da. Du holst nur dafür? Ja. Du holst nur dafür. Das ist ja angenehm. So. Dann machen wir daraus gleich mal einen von denen hier. Oder auch nicht. Ah, bin ja schon fast wieder angepisst hier, ne? So, hier soll gar nichts drüber. Können auch die großen nehmen. Die können auch da lang laufen. Machen wir so. Aber ich möchte, dass es auf beiden Seiten gleich aussieht. Jetzt haben wir keinen Beton mehr. Jetzt wird es schwierig. Mit dem Weiterbauen. Sieht auf beiden Seiten gar nicht gleich aus. Müsste das nämlich so. Was es von der Sache her auch kann. So ist gut. So, jetzt machen wir erstmal Beton und so. Aber eigentlich, ja doch. Wir lassen das erstmal noch so stehen. Ich habe schon wieder irgendwas ganz anderes gemacht, als ich eigentlich wollte. Verdammte Axt. Und habe damit, oha, ganze Menge Zeit verschleudert. Was sagt uns das? Wir holen jetzt fix ein bisschen Beton. Und machen zumindest den Eisenkram noch fertig. Den Kupferkram. Der jetzt eigentlich auch schon fast fertig läuft. So, wir brauchen wieder hiervon ein bisschen was. Dann haben wir gleich vier mit. Ich hätte echt einen einzelnen jetzt noch liegen. Scheiß, komm, weg damit. Was soll der Geiz? Und den Rest machen wir voll mit Beton. Und dann können wir wieder ordentlich bauen. Und ich sehe, wir können sogar noch ein bisschen mehr bauen, weil wir das hier alles schreddern können. Ja. Aber viel mehr brauchen wir erstmal gar nicht. Mal sehen, wie sich das gleich ausgestaltet hier. Ich meine, hier hinten geht das ja mit diesen quaderförmigen Anbauten auch ganz cool. Ne? Ich meine, das sieht nicht jetzt scheiße aus oder sowas. Das gefällt mir eigentlich noch. So, hier dran müssen wir noch dringend arbeiten. Aber das ist was für eine andere Folge, dann definitiv. So, und jetzt wollte ich eigentlich gleich Eisen holen und hab's nicht gemacht. Geil, Markus. Richtig gut. Du wolltest irgendwas machen und hast was völlig anderes gemacht. Ist ja der Shit. Können wir hier aber gleich die Wand korrigieren. So. Dann rennen wir da doch schon wieder hoch. Verdammte Kacke, noch eins. Hä? Warum sieht denn das so? Wie ist denn das passiert? So, jetzt da drunter. Bevor ich hier gleich wieder in Schwierigkeiten komme. So, jetzt habe ich zwei Projekte am Laufen. Das ist so typisch, ey. Zwei Projekte am Laufen und ich kriege nicht eins in der Folge fertig. Nicht eins. Das ist doch scheiße. Okay, da tut sich erstmal gar nichts. So, aber was ich jetzt machen kann, was ich ja ursprünglich mal wollte, ich kann jetzt hier Eisen abzwacken, den ich dann da hinten mit rüber schicke. Ach komm, leck mich. So, was ich natürlich nicht so gebaut habe, weil ich ein absoluter Vollidiot bin. Erstaunlich, was für ein Vollidiot ich bin. So, das alles weg und das auch weg. Na, das auch noch. So, jetzt brauche ich hier nämlich so einen doppelten. So, und hier einen doppelten. So, da kann das sauber rangehen.
Und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ach komm, das ist doch. Schmeiß doch nicht den Scheiß hier wieder hin. Her damit. Achso, ja, so machen können. Okay. So, und hier brauche ich gar nicht einen doppelten, hier brauche ich einen einfachen. Der aber dann mit einem Splitter arbeitet. So. Hier kommt nur einer rein. Logistik. Förderband Splitter. Der kriegt von da und geht nach da. Liefert dann auch da sauber rüber. Der schickt das nach da. Und dann läuft das hier schon wieder. Sehr schön. So, hier können wir dann nämlich... Zack. Und hier gehen wir das dann so hin. So. Feini. Der ganze Spaß kann dann nochmal weg, weil ich ein Vollidiot bin. Und außerdem sieht es eh besser aus, wenn wir das hier sauber lang liegen haben. Das kommt weg und das kommt weg. Dann haben wir gleich wieder irgendwo eine Kiste rumliegen, so wie ich mich kenne. So. Und dann stapeln wir das hier fleißig lang. Na komm. Ja, natürlich. Das war ein zu weit. Ne, doch nicht. Sehr schön. Zack und zack. Und dann kommen die hier nämlich nochmal rauf. Und dann schicken wir hier ein bisschen Eisen lang. Sehr schön. Dann können wir hier nämlich einfach so machen. Und zwirbeln das hier rüber. Sehr schön, sehr schön. Von da können wir dann hier hinten rangehen. Und dann haben wir schon fast den Weg hier hinten rüber. Alles noch nicht ganz optimal, aber meine Güte, drauf geschissen. Ich habe es bis eben das letzte Mal vor keine Ahnung wie vielen Folgen gesehen. Ich werde es nicht noch so oft sehen. So, hier brauchen wir dann auch noch einen. Zack. Aber das machen wir bei Zeiten auch noch schick. Das können wir auf ewig nie so lassen. Sonst kriege ich hier, glaube ich, Placken. So. Dann haben wir da unten die beiden Zugänge. Brauche ich da eigentlich beide? Ne, da brauche ich gar nicht beide. Ich brauche einen da unten und einen weiter oben. Wie mache ich das denn? Obwohl doch. Können wir so lassen. Und das schicken wir dann drin wieder hoch. Das passt schon. Natürlich. Natürlich hat mir das vergessen. Ah, meine Güte. So, ich nehme da wo? Wir nehmen dich hier drin, weil das einfach besser passt. So. Und der führt das Ganze dann nämlich wieder ein höher und da kommen wir dann mit dem ganzen Metallkram hin. Ja, ich glaube, so machen wir das. Ich weiß noch nicht, wie wir das zum Ende bringen, aber wir machen das so. Denn hier muss ich das ja noch irgendwie... Wohl, warte mal. Wir machen hier einfach... Kann man nochmal weg. So eins hin. Dann geht das hier sauber ran. Und man sieht den ganzen Scheiß nicht. Tada! So. Und dann können wir hier nämlich einfach Wände vorsetzen und alles ist tulli. Man sieht nicht, wie der ganze Scheiß irgendwie aufgefüllt wird. So, was wir jetzt aber noch machen müssen. Wir müssen beim zweiten zumindest. Ach ne, haben wir schon angesetzt. Das heißt, es ist auch in Ordnung. Wir sind bei
Oh mein Gott, 39 Minuten. Also eins von den beiden Projekten muss ich noch fertig kriegen und ich werde mich, glaube ich, hier für die Brücke entscheiden. Weil das andere einfach nicht mehr zu schaffen ist. Dum -dum. Aber wir haben mit dem Quarz denn schon mal angefangen. Ist doch ein Anfang oder was? So, hier liegt sogar schon. Hä? Was ist denn hier los? Wieso kommt denn hier kein Metall? Wollte mich rollen? Kommt bei beiden kein Metall. Ach so, weil die ja gerade keinen Strom haben. Ups. Na, kann ja mal passieren. Habe ich es weggerissen und nicht wieder rangebaut. Sehr schön. So, die laufen jetzt wieder. Sehr schön. Und. Ne, laufen noch nicht wieder. Jetzt laufen die wieder. Scheiß provisorische Verkabelung. Okay. Damit kommt jetzt wieder Metall. Ich bin mal ein Vollidiot, ey. Ach ja, schön. Ich sehe gerade, so wie ich sitze. Ist gerade nicht passiert, ne? Ist gerade einfach nicht passiert. Okay, wir kriegen das auch so hin. Ich renne jetzt nicht nochmal hoch. Krieg ja Pickel. Da kriege ich ja Pickel. So, erstmal hier Wand hin. So, dann haben wir die hintere für Kupfer. Mir kackegal, wie das jetzt aussieht. Ich kotze im Strahl, ey. Kann ich hier den Baum hochklettern? Na, siehst du wohl. Und schön festgebackt. Super. Läuft wie ein Länderspiel. Aber egal, für das, was ich mache. Sag mal. Jetzt kloppt dich hier runter. Komm. Das ist doch nicht wahr, das. Kack. Baum, Glitch, Scheiße, Mann, ey! Ich will den nicht wegnehmen. Nein. Das. Komm schon. Nein. Nein. Jetzt glitch dich hier runter. Ach, leck mich doch. Fick dich, Spiel. Fick dich. So sieht's aus. Kannst mich mal. Ich gehe jetzt nochmal hin und her und dann mache ich hier zumindest meinen Meilenstein noch fertig. Genau, das ist das Projekt, das ich heute abschließe. Ich will immer noch in die alte Kamera gucken. Ha? So, da gucke ich jetzt rein. Ne, ich renne jetzt ganz stumpf zurück und dann renne ich nochmal in die andere Richtung. Dann bin ich euch richtig auf Eier gegangen. Und dann. Tetteretteter. Habe ich zumindest meinen alternativen Flüssigkeitstransport fertig. Ist das ein Ding? Ich finde das super. Läuft. So. Das Spiel kann mich mal. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich beim Runterspringen. Ja, weit von ab war ich nicht. Das Spiel kann mich mal. Und zwar richtig. So, und die weitere Frage bleibt, was mache ich denn mit dieser Freifläche. Mann. Die ich hier jetzt zwischen habe. Obwohl eigentlich ist sie ganz cool, dadurch, dass hier eh so ein natürlicher Gang ist eigentlich. Ich muss ein bisschen anders laufen. Obwohl das ganz schön viel ist. Wir schauen mal. Erstmal will ich meine Kiste wieder haben. Gib mir meine Kiste, du Scheiß. Das ist doch nicht wahr. Jetzt komme ich da oben von hier aus nicht mal hin. Fick dich. Fick dich spielen. Aber sowas von. Ich komm da hin. Jetzt komme ich da nicht hochgejumpt, ne? Ja, herrlich. Manchmal ist auch genug, denn. So, wieso kann ich da jetzt nicht ranbauen? Zu teuer. Ja, komm. Kannst mich doch mal. Nein, 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 nicht das. Oh. Ach komm! Was ist denn jetzt los, ey? Ich kotz im Strahl.
Ich kotze sowas von dem Strahl, kann ich in die Runde springen. Nö. 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 So nicht. So ja mal absolut gar nicht. Komme ich hier schon auf den Dings rauf? Ja, gut. So. Das Abmarsch jetzt. Eier hier nicht lange rum. Meine Güte, man kann sie auch glatt anstellen. Müller, ey. So, jetzt rennen wir hier lang. Ich mache da jetzt nichts mehr. Ohne Scheiß, das Video ist vorbei. Mehr als. Und jetzt renne ich einfach diesen blöden Umweg da hoch und dann bin ich glücklich mit dem, was es ist oder eben auch nicht. Oder ach, leck mich doch alles, ey. Meine Fresse. Was macht man nicht alles? Ne? Den Abschluss will ich jetzt noch haben. Oh, das ist noch so weit und ich bin so irre langsam. Und ich habe da oben noch Stelzen gehabt. Warum habe ich die nicht angezogen? Alter, manchmal bin ich auch clever wie 5 Meter Feldweg. Das sieht hier alles noch so kuddeln. Oh, wir haben hier noch Beton. Also Kalk. Manchmal bin ich echt clever wie 5 Meter Feldweg. So. Oh. Ruckel, ruckel. Warum ruckelt es? Da muss ich echt mal flächendeckend wegspringen, glaube ich. Da kann ich gar nicht viel wegspringen. So. Jetzt geht's aber ab zu diesem scheiß Baum. Wo ist der Baum? Da auf der Fläche. So, muss ich irgendwie überleben, hier runterzukommen. So. Alles cool. Ja, muss ich das Eis noch wieder anlegen. Ist klar, Spiel. So. Und dann nehmen wir das alles. Und dann muss ich das alles anlegen. So. Und dann muss ich die hier noch nehmen. So. Und dann habe ich meinen geliebten Stelzen wieder. Und dann kommt das noch hier hin. Und dann kommen wir jetzt hoffentlich endlich mal zu diesem verfickten Kupfer da oben. So. Sieht aus wie gewollt, oder nicht? Ganze Ecke höher. So. Nehmen wir das einfach mal als. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Ist immer noch zu flach, ne? Ist die richtige Höhe für einen Angel. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, jetzt sehe ich hier gar nichts mehr. Boah, ist das eine Kackperspektive, um hier zu arbeiten, ey. So, dann kommst du weg. Dann kommst du unteren Rand, den ich von hier nicht sehe, oder was? Na komm! Ja! Nein! Ach komm, leck mich doch. Das bleibt jetzt so. So, aus die Maus. In dem Gelände. So. Ich laufe und mache jetzt hier mein Dings fertig. Kann es wohl nicht geben, ey. So viel Tinnef. Beim nächsten Mal mache ich Schrauben fertig. Ne? Da haben wir ja noch Oszillatoren. Ihr seid ja bei mir jetzt schon einiges gewohnt. Ne? Wer jetzt immer noch zuguckt, der weiß, worauf er sich einlässt und der weiß, das ist halt Müller. Müller ist manchmal, wie er ist. So. Ich habe ja auch ein paar coole Konstruktionen. Ne? Manchmal freue ich mich über meine eigenen Bauwerke. Ich bin hier hinten immer wieder gerne. Das sieht irgendwie alles schicki aus. Ich mag das. Ich mag die Dächer immer noch nicht richtig, aber mittlerweile bin ich die auch so gewohnt, dass ich sie nicht mehr anders haben will. Ja, und der Kasten geht mir immer noch auf den Sack. Dieser scheiß Fock, ey, dass ich da nichts wegsprengen kann. Nervisch! Zack, und eigentlich, also so schön das Ding ist, so nervig ist es hier hochzurennen. Zweiter Hub wäre geil. Das wäre echt noch cool. So. Jetzt holen wir uns noch diesen verflickten Meilenstein. Komm her hier. Zack und rüber und liefert das ab jetzt. Das ist echt ein Weihnachtsschlitten drauf. Ich werd verrückt. Pff. Das mit der Faust ist aber cool. Ich hab das echt lange nicht mehr gemacht, wie mir schon. Ja, total schön. So, das dauert jetzt aber 8 Minuten und so lange geht die Folge nicht mehr.
Und ich bedanke mich damit wie immer bei euch fürs Zugucken. Es war meine erste Greenscreen-Folge, meine erste Folge, wo ich mal wieder ein bisschen Progress habe. Und ich habe auch gerade wieder echt Bock, noch weiter zu spielen. Aber ich muss meinen Gulasch weitermachen, der auf dem Herd steht. Denn in einer halben Stunde kommt die Familie und bis dahin müssen die Klöße fertig sein. Ja, sagt doch mal, wie gefällt euch das Ganze mit dem Greenscreen? Ich bin da ein bisschen größer im Bild. Ich finde aber weniger störend als da oben rechts zum Beispiel. Ne, ich muss mir noch ein Tripod holen, dass ich den ein bisschen anders positionieren kann. Beziehungsweise die Kamera anders positionieren kann. Ich sehe aus wie so ein Schwein, wenn die Kamera so von unten kommt. Das geht gar nicht. Aber wie dem auch sei, ne? Kommentiert das gerne mal unten. Ansonsten Like, Abo und was nicht alles noch gibt. Ihr kennt den ganzen Scheiß. Ich habe das schon tausendmal belabert. Und alle anderen bei YouTube machen das auch. Von daher kennt ihr eh die Leier. Und ich hab's angerissen. Muss reichen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsen.